Ach ja, Walter. Seid gegrüßt, freigebigster und mächtigster Herrscher aller Lande. Klappe. Walter. Alter Freund. Verbleibe in Ehren. Warum gibt es keine Beschriftung auf der Statue? Ich soll die sofort eingravieren. Nun müssten wir genau einige Quests bekommen haben. Und ich denke, wir werden diesen Quests einmal nachgehen. Oder werden wir das? Ja, das werden wir. Und zwar fangen wir mit dem Hopp stell dich ein an. Denn wir sollen Dance Moria zu einer Hopphülle bringen, damit er die Hops studieren kann. Das machen wir doch direkt. Und dort werden wir dann zwei Silberschlüssel finden. Und ein Buch. So, dazu müssen wir erstmal Dance Moria finden. Das wird schon schwierig genug sein. Da unten ist auf jeden Fall ein Fragezeichen. Da unten aber auch. Und hier ist er. Na komm. Guten Wisst ihr, wer Tag. ich bin? Nein. Ich bin Dance. Ah ja. Dance Moria. Ihr wisst schon, der Schriftsteller? Berühmter Schriftsteller? Habt ihr noch nie von mir gehört? Nein? Sei es drum. Gerade schreibe ich über Hobbs. Ein ganzes Buch über sie. Hobbs werden schlecht gemacht. Sie sind nicht halb so schlimm wie ihr Ruf. Aber ich muss mehr über sie erfahren. Ich werde eine Weile mit ihnen leben, sie studieren. Mich mit ihnen anfreunden, das schaffe ich. Mit Sie Sicherheit. brauchen nur etwas Liebe und Verständnis. Würdet ihr mich zu einer ihrer Höhlen bringen? Für eine sichere Reise sorgen? Klar, aber nicht für die sichere Rückreise. Da habe ich keinen Einfluss drauf, Junge. Komm mit. Toll, wie aufregend. Bald treffe ich meine neuen Freunde. Wahrscheinlich die einzige Freundin in deinem Leben, wenn du dich mit Hobbs einfreunden willst. Also wirklich, das ist so eine Schnapsidee. Obwohl, mit Schnaps würde es vielleicht sogar Faszinierend, diese funktionieren. Hobbs. Ich wette, man kann vernünftig mit ihnen reden, wenn man ihnen Respekt erweist. Oder ein paar Goldmünzen vielleicht. Wenn das Buch fertig ist, sehen die Leute Hobbs vielleicht in einem neuen Licht? Sie könnten in unseren Ja. Städten wohnen, sogar im selben Haus. Wäre das nicht toll? Ich würde Kennt sofort ihr einen Hop mein bei mir letztes Buch? einstellen. Über Papageitaucher. Ja. Untote Papageitaucher. Cool, was? Waren das sogar Untote? Also, das hat er doch gerade dazu erfunden. Wenn ihr meine Bücher kauft, signiere ich sie für euch. Wie wär's? Ja, nein. Ja, ein Schatz, wo? Hier. Ja. Genau. Sieht auf jeden Fall nach einem Schatz aus. Worauf warten wir? Ich muss Hobbs studieren und ein Buch schreiben. Keine Ahnung, was der Hund will. So, hier waren wir Ich ja schon frage mal. mich, was Hobbs gerne essen. Habt ihr eine Idee? Blattspinat. Sie greifen an! Ha! Ihr müsst sie vernichten! Aber ich dachte, du willst sie studieren. Jetzt komm mal mit erstmal. Ja. Könnten wir nur vernünftig mit ihnen reden, aber wir haben keine Na, Zeit. Alter, du sollst mitkommen. Warum rennt er nicht einfach weiter? Alter, merkst du nicht, die Hobbs haben uns angegriffen. Die werden sich nicht mit dir anfreunden, Junge. Ja, Gutmütigkeit ist für den Arsch, ganz ehrlich. Komm. 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 Alter, Junge, komm jetzt. Hier.
Abenteurerleben ist bestimmt ziemlich aufregend. Aufregender ist deins allemal. Ein ausgezeichneter Aussichtspunkt für meine Beobachtungen. Vielen Dank für eure Hilfe. Lebt wohl! Ich erwähne euch im Vorwort meines Buches. Dankeschön. Gut, ihr habt dann Vance Moria zu einer Haupthöhle gebracht. Aber kann man mit Hobbs vernünftig reden, werdet ihr Vance Moria je wiedersehen. Na, hoffentlich. Genau. Da kommen wir ja nicht durch. Und genau deswegen gehen wir jetzt hier raus. Und kümmern uns um was anderes. Und zwar kümmern wir uns um den Schlüssel zum größeren Schlüssel. Ein auroranischer Geschäftsmann macht euch ein interessantes Angebot. Das wollen wir uns auch einmal näher anhören. Ein interessantes Angebot, das klingt interessant. Ja, genau. Was willst du denn? Majestät, ganz sicher, ihr schafft das. In der Wüste lebt ein weiser Mann. Er ist ein Prophet, eine Art Einsiedler. Wir nennen ihn den prophetischen Einsiedler. Er ist so, er hat eine Gabe. Er kann in die Zukunft sehen und mit den Toten sprechen. In dem Glas ist ein Hirn. Es ist tot. Der Prophet könnte mit ihm sprechen und seine Weisheit kundtun. Ich würde es ihm selbst bringen, aber die Wüste ist so gefährlich geworden. Ich würde dabei sterben. Aber ihr, Majestät, seid ein Held. Ihr schafft das ohne jegliche Probleme. Überbringt ihr das Hirn, bitte? Ihr könntet einige der Anhänger des Propheten für euch gewinnen. Und er hat viele. Außerdem ließe er euch an seinen Weissagungen teilhaben. Die Zukunft vorauszusehen, könnte euch sicher dienlich sein. Danke für den Einkauf. Wieso, hast du kein eigenes Hirn oder was? Ja, komm, gib her. Was will dieses Kind hier eigentlich die ganze Zeit? Danke, Majestät. Diese Prophezeiungen werden euch sicher nützlich sein. Natürlich, natürlich. Da will ich jetzt aber gar nicht hin. Aber da werden wir wahrscheinlich sowieso später noch mal hinkommen. Mein Laden ist der beste. Kann man das dann noch gleich abgeben? Wo ist denn jetzt hier der eine Typ mit dem Angebot? Hier, gell? Majestät, wärt ihr an einem kleinen Geschäft interessiert? Ihr müsst, wie immer, nur ein bisschen Gold ausgeben. Eine lächerliche Summe für so einen reichen Monarchen wie euch. Dann bekommt ihr einen Schlüssel, auf dem steht: Dieser Schlüssel ist der Schlüssel zu einem größeren Schlüssel, der zu einem größeren Schatz führt. Er öffnet eine Geheimtür in einer alten Wüstengruft. Ich glaube, sie liegt neben einer kaputten Statue. Und? Seid ihr interessiert, Majestät? Der Preis ist lächerlich und die mögliche Belohnung atemberaubend. Wollt ihr Waren aus Warum probierst du den Schlüssel dann nicht selbst aus? Naja, dieses Reise werden wir wohl bald entschlüsseln. Mit diesem alten Schlüssel, mit einer seltsamen Inschrift, öffnet eine Tür in eine Gruft, das sich in der Wüste neben einer zerstörten, halb vergrabenen Monolithenstatue befindet. Ja, wir haben den Schlüssel mit einer Inschrift gekauft, aber führt er wirklich zu einem größeren Schatz? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden, nämlich den Schlüssel auf eBay zu versteigern. Nein, natürlich ausgezeichnet. In die Hülle gehen. Hier, bitte. Danke. Er wird euch sicher ein Vermögen bescheren. Natürlich. Lebt wohl, Majestät. Vielen Dank. Dann gehen wir mal in die Treibsande. Ja. Und fang an, ein bisschen zu rennen. Ich weiß auch schon, wo wir hin müssen. Da waren wir, glaube ich, auch schon mal. Doch, das dauert noch ein kleines bisschen. Und die Sandfurien lassen wir hinter uns. Hm.
vielleicht ein Vogel oder so. Nee. Durch die Wüste rennen. Das ist ja auch eine schöne Angelegenheit und überhaupt nicht anstrengend und so. Vor allem noch in der Montur. Der muss doch sowas von schwitzen, der Typ. Außerdem hat er die Kleidung seit 3 Jahren oder so nicht gewechselt. Oder wohl eher seit 1 Jahr, seit der König ist. Naja. Da rennen wir auch mittendurch. Ihr trefft mich nicht, ihr trefft mich nicht. Ha 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 ha. Ach, auch ein Anubis oder was? Da müssen wir dran vorbei. Und dann sind wir auch gleich schon da. So, müssen wir nach hier unten. Ha ha ha. Na, rollen tut er sich leider nicht. Und da unten können wir auch gleich schon rein. Und zwar in den Scheideweg des Hinwegscheidens. Hurra! Dann schauen wir mal, ob wir hier einen größeren Schlüssel finden. Oh. Dankeschön, ich wechsle schon mal vorsichtshalber auf Magie. Beweg dich. Ich will die ganzen anderen Sachen pullen. Ah, hat ja nicht so gut geklappt. Hinfort. Und sterbt alle miteinander. Fledermäuschen. Kommt. Ne, das hat nicht ganz gereicht. Jetzt aber. So. Genau so will ich das nämlich haben. Und nochmal. Sehr schön. Hier. Alter, renn doch einfach. Hinfort. Hinfort. Hinfort mit euch. Hinburg. Hindenburg. Was macht denn der da? Na, ah, nicht getroffen. Oh. Na gut. Äpp. So. Komisch, dass er immer aus dem Rennmodus rausgeht dann danach. Nach dem Kampf. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. So, da kommt eine Plattform. Hier kommt eine Plattform. Kann man wieder ein paar Gegner? Da. Ja, das bringt's ja. Gucken wir mal auf der anderen Seite, ob wir da noch weiterkommen. Zum Beispiel ein paar Gegner oder so. Ja, schade. Bin ich nicht ganz drauf gekommen, jetzt aber. So. Genau so muss das sein. Und dann sind die Teile gleich weg. Gut, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Einen Schalter. Aha, da ist anscheinend diese Fackel da angegangen. Das ist ja interessant. Dann geht hier wahrscheinlich die andere Fackel an und das Tor auf, oder? Wenn da überhaupt ein Tor ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein Tor war, oder... Auf jeden Fall ist die andere Fackel angegangen. Das ist ja das Wichtige, glaube ich. Also, was jetzt hier da passiert ist. Ein Goldschlüssel. Da haben wir schon 2. Muss ich mal schauen, wo die ganzen
Dinger dann sind. Die ganzen Goldtore. Das heißt, müssen wir einmal kurz in den verschleierten Weg rein. Und rennen einmal diese Riesentreppe ganz vorne hoch. Genau, und bringen das Hirn zum prophetischen Einsiedler, wie es die Quest gerade von uns verlangt. Ja, 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 ich mag euch auch. Wo muss sie denn hin? Ich glaube, hier nicht. Warum kann ich nicht dazwischen den Teilen durch? Rennen! Rennen! Du sollst rennen. Und jetzt hier runterspringen, damit du weiter rennen kannst. Ja, da vorne müssen wir hoch, genau. Und an den Gegnern schleichen wir uns vorbei. Oder versuchen es zumindest. Rennen, 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 rennen. Und dann nehmen wir die Gegner ganz oben auseinander. Und zwar nur den nötigen, dass wir den Dialog dann auch gescheit führen können. Oder Monolog wohl eher. So wie man es gewöhnt ist. So, ab hier. So. Hier, die Maschine. Du. Und nach hinten. Oh, ein Anubis. Uah. Da muss ich gleich die Pistole zücken. Und stirb. Nein. Den großen. Komm schon. Na also. So, dann sollte jetzt hier oben der Einsiedler sein. Genau, da sitzt er bestimmt. Nee, da steht er, okay. Guten Tag. Seid gegrüßt, Euer Majestät. Guten Tag. Ich wusste bereits vor eurer Ankunft, dass ihr kommen würdet. Ich habe euch gesehen. Was führt euch hierher? Warum weißt du die Antwort nicht? Ein Hirn. Schickt euch meine Jüngerin? Ausgezeichnet. Warum weißt du das nicht? Ich habe sehr lange keine neue Lieferung erhalten. Und die alten Herne sprechen nicht mehr. So, mal sehen. Aha. Das Hirn spricht von jenseits des dunklen Schleiers. Ja? Ja? Was? Oh, wie gemein. Man weiß nie, worauf man sich im Gespräch mit den Toten einlässt. Der Kerl hatte ein ganz schönes Mundwerk. Metaphorisch gesprochen. Aber egal. Vielen Dank, Majestät, für diese Lieferung. Mein Volk und ich werden es nicht vergessen. Natürlich nicht. Durch die Übergabe des Hirns habt ihr einige Anhänger des Einsiedlers und seine Dankbarkeit gewonnen. Auch das Hirn ist dankbar. Das ist ja schön.